Diese Frage stammt aus der Heiligen Schrift. Johannes und Andreas fragen ja Jesus, wo wohnst du eigentlich? Und wir wissen, dass er ja kein festes Haus hatte, in dem er ständig gewohnt hat, sondern unterwegs gewesen ist. Und Kinder fragen ja oft auch, wo wohnst du denn? Wie lebst du eigentlich? Wo bist du zu Hause? Und das möchten wir etwas unterstreichen, auch in der Vorbereitung auf das Fest der Erstkommunion. Wo können Kinder heute Gott in der Welt entdecken? Wo können sie entdecken, dass gerade auch in den Gestalten von Brot und Wein Gott uns stärken will, dass er dort auch zu Hause ist, in unseren Kirchen, in unserem Herzen, aber auch dort, wo wir Menschen begegnen, die eben an ihn glauben und wo man auch ablesen kann, wo wohnst du eigentlich? Wo wohnst du mit deinem Herzen, deinen Gedanken? Und das hoffen wir damit anzustoßen in der Vorbereitung auf dieses wichtige Fest, was ja auch für Kinder prägend ist, auch und hoffentlich auch über den Erstkommuniontag hinaus.